Mahlzeit und willkommen bei Projekt Hirnfrei. So Leute, ich spiele jetzt Ark of Crystal Isles. Das habe ich schon mal angefangen, dann hat allerdings meine Festplatte nach 14, 15 Jahren gedacht, sie müsste jetzt in Rente. Gut, da aber kein Backup, kein Mitleid, Pech gehabt, würde ich mal so sagen. Und deshalb starte ich das jetzt einfach neu. Ich habe jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr Plan, was die Map hier angeht. Da ich jetzt schon einige Zeit mit meiner Tochter auf dem Server spiele. Und ich habe schon ein Update, ist das gut, ne? Und, ja. Okay. Also, ich schicke direkt voraus, ich habe nicht die allerbeste Grafik, also die allerbeste Hardware. Sprich, es kann durchaus kommen, dazu kommen, dass es irgendwie vielleicht mal ein bisschen ruckelt oder vielleicht Frames kippt oder keine Ahnung. Seht mir das bitte nach. Ich habe eben einfach nichts Besseres. Und ja, da ich jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen Plan habe, was die Map und so angeht. Warum habe ich das schon gelernt? Egal, Steinaxt hätte ich noch gerne. Was wollte ich sagen? Da ich schon so ein bisschen Ahnung habe von der Map, habe ich mir so ein bisschen einen Plan zusammengezimmert, was ich hier machen will und wie ich das hier machen will. Und zwar bin ich in der Wüste gespawnt. Das wäre aber gefährlich. Und zwar habe ich vor, so Punkt 1, ich will auf einem Schiff leben. Das heißt, alles was ich so brauche an, wie heißen die Dinger, Werkbank, Schmelzen, das alles soll alles auf dem Schiff. Ich brauche aber irgendwo ein Eckchen, wo ich zumindest halbwegs sicher bin, weil gerade hier, also ich will meine Werft, die will ich im Süden bauen, also hier in diesem Eck. Das Problem ist nur, hier ist es stellenweise doch saugefährlich. Das heißt, ich muss mir irgendwo ein Eckchen bauen, wo ich zumindest halbwegs sicher bin. Das wird dann eben meine Werft, Schrägstrich, mein, wie nennt man das, mein Zuchtgehege. Weil ich habe als weiteres vor, ich will nur außer am Anfang mit Dinos unterwegs sein, die ich selbst gezüchtet habe. Das heißt, ich zähme nur, um zu züchten. Dafür habe ich aber auch die Einstellung alle möglichst hoch gedreht, damit das nicht ewig und 48 Tage dauert. Warte mal, hier ist, da hinten ist irgendwo der Weihwarnberg. Zumindest sehen die Spitzen so aus. Das heißt, ich muss für dorthin, wo ich will, eigentlich eher in die Richtung. Ja, wie gesagt, ich will die eben züchten und dann mit denen unterwegs sein. So will ich zu meinen Einsatztieren kommen. Das heißt aber auch, züchten bedeutet ja im Regelfall, man hat ziemlich viele Saurier rumstehen, die man eigentlich so gar nicht will. Da ich aber kein Freund davon bin, einfach zu sagen, ah ja gut, alles klar, du hast nicht die Werte, die ich will, also stirbst du, habe ich zwei Möglichkeiten. Erstens, Cryopods. Werde ich wahrscheinlich auch nutzen, weil irgendwann wird es ansonsten einfach zu viel. Und die zweite Möglichkeit ist, ich sage, auswildern ist nicht das richtige Wort, aber die dürfen eben in freier Wildbahn rumlaufen. Nicht ganz frei, weil die Kollegen, wie viel habe ich denn noch? Wahrscheinlich schon gar nicht mehr genug. Ich sehe es nicht. Mach mal die einen Kram. Oh, noch einen Krampunkt. Gut, egal. Wo war ich? Ja. Ich möchte mir hier auch einen Zoo bauen. Einen Dinosaurier-Zoo. Ich könnte den jetzt auch anders nennen, aber ihr wisst ja, Urheberrechten das alles. Deshalb nenne ich das einfach Dinosaurier-Zoo. Das heißt, ich habe am Ende, wenn das dann irgendwann mal so ist, wie ich das gerne hätte, zwei Standorte an Land. Das ist einmal meine Werft, Schrägstrich Zucht und einmal meinen Saurier. So. Da bin ich aber mal gespannt, wenn ich den Gehege baue und sie auf Wandern stelle und aus der Ränderdistanz gehe, ob dann auf einmal ich meine Viecher erstmal suchen gehen muss. Oh, ich bin an einer ziemlich gefährlichen Ecke. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich hin will.
Ich müsste eigentlich zum Weibernberg. Wo ist denn der? Weil dort gegenüber ist der Eck, wo ich hin will. Den hatte ich doch hier gerade irgendwo. Wo sind denn die schönen Spitzen? Ja, okay, also das ist so mein Grundprinzip. Ich habe, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, bei den Engrammen auch den Awesome Teleporter dabei. Der soll allerdings nur genutzt werden, um vom Schiff zur Werft zu kommen, um Einsatztiere zu holen. Die hätte ich zwar eigentlich auch ganz gerne dauerhaft auf dem Schiff, aber ja, wer schon mal mit so einem Schiff unterwegs war, der weiß, man, da ist irgendwo ein Stein oder ein Baum oder und zack, sind die ganzen Viecher durch die Wand geglitscht. Da ich aber nicht vorhabe, jedes Mal wieder die Tiere erst einsammeln zu müssen, kommen die dann eben in die Zucht oder ins keine Ahnung, wie soll ich das nennen? Ja, auf jeden Fall, die werden dann dort geparkt und werden dann geholt, so wie ich sie brauche, über den Teleporter. Da hole ich sie ins Schiff und fahre dorthin, wo ich dann was machen will. Warum ist das jetzt hier? Sag mal, bin ich so verwirrt? Kann ja nicht sein. Das müsste doch hier... Ach, wo ist es mehr? Gut, es fängt schon toll an, oder? Ja, und den Teleporter will ich auch benutzen, um eben in meinen Zoo zu kommen, zum Ausbildern. Soweit so klar. Ansonsten, ja, ich sage es auch gleich, ich bin ein Flugtiermensch, das heißt, mein größtes Ziel ist der Tropeognathus, weil das ist echt, den habe ich auf dem Server auch und das ist einfach mein stark bevorzugtes Viech. Ach du Heilige. Ja, scheiße, ich weiß, wo ich bin. Da ist die Gryphenschlucht. Und ich will genau auf die andere Seite. Ach du, rickst die Türen zu. Das heißt, einmal ringsrum Wüste. Das ist ja hervorragend. Perfekter Ort zum Spawnen. Hier kann mich, ja, hier will mich wahrscheinlich alles töten. Skorpione, Schlangen, Mantisse. Ach du heilige Scheiße. Ach, du kriegst die Tür nicht so. Kanus renne hier, ach rum. Revenger, oh je, oh je. Ich bin mal gespannt, ob ich das bis dahin hinschaffe. So, mein Kollege hier ist der wahrscheinlich kleinste anzunehmende Lauch, den man bauen kann. Der hat echt, außer die Körpertiefe, weil da hat er mir doch ein bisschen zu verhungert ausgesehen, ist alles wirklich auf Minimum. Ach, du kriegst die Tür. So, ein Kram, wir haben einen neuen, das heißt 3, 6, dann kann ich die Wasserflaschen bauen. Ich bin aber eh in der Nähe vom Wasser. Alles klar, okay, gehen wir mal ein bisschen Fasern sammeln. Vielleicht sieht mich keiner. Och, nee, er hat Durst. Oh, komm, komm mit, trink. So ist er fein. Ja, okay. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal an... leck, stotter ich mir heute wieder einen weg. Ich gelobe Besserung. Ich habe, was ist das denn? Hier schon mal angefangen. Und da war ich allerdings die Map runtergeladen, Server gestartet, also lokaler Server gestartet, lokales Spiel gestartet, bevor ich jetzt hier noch dann einen auf den Deckel kriege, weil ich mich inkorrekt bezahlt. Ja. Das kann ja noch was werden. Auf jeden Fall, da wusste ich von Crystal Isles gar nichts. Ich bin gespawnt und habe direkt auf Aufnahme geklickt. Och nee, direkte Kanu, du hast dich doch gerannt, Alter. Nee, nicht noch. Oh. Ja, so geht's. Soll ich es nehmen? Ja, komm, wir versuchen es hier. Das ist doch mal ein toller Start. Kanu Taurus Level 130. Ja, ja, ich habe es übrigens auf sau schwer stehen, nur so nebenbei. Weil ich behaupte einfach mal, ich bin so ein Held, ich kann sowas. Tja. Wie viel man dieser Aussage geben kann, hat man jetzt gesehen. So, da haben wir direkt einen Dillo und ich bin noch so laurig, dass ich mich sogar mit dem anlehnen darf. Los geht's, komm. Lass uns bauen, Klamotten. Bevor das Video gesperrt wird, weil ich unsittliche Dinge zeige.
Ja, und im Gegensatz zu meinem ersten Versuch habe ich eben mittlerweile doch schon ein bisschen mehr Plan. Ich weiß also schon so in etwa, wo hier was ist, was ich gerne hätte, was ich brauche, wo ich was zum Zählen finde. Und deshalb weiß ich eigentlich auch, wo ich hin will. Und das hat mich auch dazu inspiriert, auf einem Schiff leben zu wollen. So im Prinzipiell wollte ich das beim letzten Versuch schon. Bevor es dann abgekackt ist, hatte ich ja gerade die erste Version von meinem Schiff fertig. Ah, am Pteranodon. Aber, ja. Das war da eher, weil die Map ist ja echt im Vergleich zu die Island schweinegroß. Und es gibt hier viele, viele, viele Wasserwege. Dummerweise gibt es hier aber auch viele, viele unglaublich schöne Eckchen. Und auch ergiebige Eckchen. Da könnte man eigentlich überall einen Teleporter hinsetzen. Das habe ich in anderen Videos jetzt auch schon gesehen, dass die Leute sowas machen. Aber ich weiß nicht. Für mich ist das so nix. Ich möchte doch eher unterwegs sein. Gekommen. Ich lebe einfach komplett auf dem Schiff. Dann kann ich dorthin, wo ich hin will. Hab dann immer alles dabei. Muss aber nicht dumm rumteleporten und mir alles überall neu aufbauen. Ich habe da irgendwas gehört. Wer war das? Wer war das? Wo war das? Ach, Dillo. Du hast mich nicht gesehen, Kollege. Später spiele mal, gar kein Thema. Aber momentan. Die XP habe ich auch auf zweifach gestellt. Einfach damit ich jetzt hier nicht ewig und noch länger dann hier dann rumeiere. Was brauchst du nur noch? Stein. Ein Stein. Bestimmt Stein. Hallo, bestimmt Stein. Ja, und dann kann ich dich nicht aufheben. Aber hier unten liegen doch bestimmt Steine. Ja, ein Stein. Wird gebaut. Damit kann ich dann auch schon Schlafsäcke bauen. Das ist doch schon toll. Und Fundamente kann ich bauen. Aber das mache ich jetzt mal noch nicht. Ich warte jetzt hier erstmal ab. Gut, du nach da, dann wäre als nächstes die Steinaxt dran. Die will, ja doch, die Steinaxt. Die will einen Feuerstein. Und da wir jetzt eine Spitzhacke haben, das Modell wunderschön, klopfen wir jetzt da vorne einfach einen Stein. Und das sind ja die tollen Steine, wo man auch viel Rohsalz herkriegt. Also, ich habe jetzt doch schon ein bisschen gespielt. Ich habe noch nie irgendwo Salz gebraucht. Aber du kriegst es in diesen Steinen hier tonnenweise. Warum auch immer. So, Feuerstein brauchen wir noch die Pfeile. Ja, ich bin schon ziemlich, gedanklich schon ziemlich weit. Komm, Kumpel, klopp mal ein bisschen schneller. Er ist schon erschöpft. Oh. Ja, komm, mach Pause. Wie sieht denn das aus? So. Zack. Haben wir auch das. Wann kriege ich denn Pfeil und Bogen? Zeig mir das mal. Steinschleuder, Fjolnir-Sattel. Level 10. Ist nicht wahr. Na gut, dürft ihr schnell gehen. Gut. Steine-Axt. Habe ich gebaut. Hervorragend. Gut, so sieht das Level doch schon besser aus. Zack, weg. Weg, 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 weg. Wie gesagt, falls irgendjemand eine Ahnung hat, was ich mit diesem Steinsalz machen kann, kann er es mir ja mal erzählen. Gut, mal gucken auf die Karte. Ja, okay, das sieht schon ein bisschen nicht so gefährlich aus.
Aber ich muss irgendwo nach da. Bin ich todesmutig und gehe schwimmen? Muss hier doch eigentlich gehen. Hier sind, glaube ich, keine Piranhas. Die kommen irgendwo erst später. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Arschgeleck Bonanza. Hi Kollege, gibst du Leder? Wahrscheinlich auch nicht. Komm, ich mache dich jetzt. Da. Ja, was machst du auch an Land? Komm, stirb du Hund. Ich merke gerade, ich habe die Einstellungen noch nicht richtig. Weil eigentlich hätte ich jetzt hier gern die Trefferzahl gesehen. Warum nicht? Warum habe ich das nicht gesehen? Sauberei. 2, 3. So ein Schlafsack wäre eigentlich schon eine Idee. Oh, ich habe Fischfleisch. Dann könnte ich jetzt eigentlich... Was brauche ich denn für ein Feuerchen? Noch Stein. Stein ist doch kein Problem. Wir haben Steinangst. Dann klopfen wir Stein. Kann man eigentlich Rohsalz mit Fleisch kombinieren? Das wäre doch cool. Hält sich's länger. Pökel. Ja, du bist ein Held. Ja, komm, krieg Muggis. Du musst noch viel leichter in deinem Leben. Deshalb ist er auch so klein. Er hat als Kind gehört, wenn man groß wird, muss man arbeiten. Tja, er ist klein geblieben, muss trotzdem arbeiten. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Setze ich jetzt einfach mal dahin. Wir haben einen Server mit die Island, einen richtigen Server. Und dort hatte ich mit S Plus immer das Problem, auch wenn es ja eigentlich heißt, das geht. Ich habe es nie geschafft, dass ich dort wieder was aufheben konnte. Nein, den Folder View. Ich möchte eigentlich nur Folder. Wie mache ich das nochmal, dass das aufklappt? Gar nicht. Voll. Weil ja eigentlich sollte man mit der S Plus Mod ja S Plus Sachen, wenn man sie gebaut hat, auch wieder aufheben können. Ich habe auch schon nie gesehen, dass das geht. Bei mir ging das noch nie. Auch mit der Pistole nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht geht sie hier. Bin mal gespannt. Ich wäre nur echt froh, wenn ich dann die Schadensanzeige hier ankriege. Naja gut, ich würde sagen, probiere ich einfach, wenn ich jetzt hier mit der Aufnahme durch bin, dass bei der nächsten Aufnahme das dann eben zu sehen ist. Ich will da jetzt nicht unbedingt jetzt noch anfangen. So, fängt. Dann sind wir jetzt Level 8. Oh, da haben wir es ja schon bald. Fervor. Das Bett. Oh, ist ja alles schon ganz schön. Weil ich trotzdem erst so frei, wie ich es brauche. Feuerchen, wie sieht's aus? Bist du da durch? Er legt das schon mal dahin. Das schon mal dahin. Das kommt wieder. Fleisch. Ist ja Ding. Ja, und eben so machen wir das. Jetzt bin ich dann eben gespannt, wenn ich jetzt hier durch bin, ob ich dieses Feuerchen wieder einpacken kann. Das wäre doch schön, da müsste ich jetzt mal ein neues bauen. Die brauche ich noch nicht. Ich muss aber mal sagen, wenn man den Grill gewöhnt ist, dann ist so ein Feuer zum Braten echt langsam. Echt langsam. Aber nett, dass so ein Piranha direkt am Land, sowas, so kann man es doch an, oder? Ich weiß ja, Fischfleisch ist nicht das Beste, was man haben kann, aber besser als nichts. Besser als die ganze Zeit rumzurennen und irgendwelche Beere zu sammeln. So, jetzt komm, jetzt mach mal hin hier.
Immer noch 4 Stück. Ich bräuchte, glaube ich, Leder, um meine Schuhe zu basteln. Ja. Ich bin auch super bewaffnet. Ich kann mich hier mit allem anlehren. Ich könnte einen Dodo schlachten, aber ich weiß nicht, ich mag Dodos. Dahinter diese Ichti-Viecher. Aber mach das mal mit einer Steinaxt. Nee, nee. Moment, Papa, bin ich schon dort, wo ich hin will? Weil da hinten Weibernberg, dann ist da hinten die Bucht. Ei, wie geil. Peng. Gefällt mir das. Das Schiff kommt dann nach hinten, also die Werft kommt danach dran. Das hier wird jetzt erstmal das Häuschen dazu. Jetzt läuft der Dodo hier rum. Soll ich dir mal in der Arsch treten, dass du bis da rüber fliegst? Da fress dich die nächste Schlange. Mach dich vom Acker. Oder bleib einfach stehen, guck dich um. Scheiß mal auf die Boot. Alter.